Hallo und herzlich willkommen zu Towns, ein Steam, würden wir mal sagen, Indie-Spiel. Eigentlich ist es kein Indie-Spiel, ist nämlich nicht auf Greenlight und was weiß ich. Kostet 11,99 €, wenn ihr es selber austesten wollt. Aber ich würde sagen, wir hängen uns erstmal einfach so rein. Ich weiß nicht, warum ich das Spiel jetzt Let's Playe, eigentlich einfach nur so spontan. Ich dachte mir, hast du ja mal zum Let's Playen gekauft, wolltest ja mal testen. Und ich hatte es gerade nicht installiert, dachte mir, mal gucken, installierst es mal, war ja glaube ich nicht so groß. Auf Installieren geklickt und war direkt fertig, habe ich nochmal nachgeguckt, 21 MB ist es groß. Also für Leute, die viel Geld haben, aber wenig Speicher auf dem Computer, kein Problem, Towns, ideal, 21 MB, das kannst du als Flash-Game eigentlich anbieten. Okay, dann sparen wir doch mal ein neues Spiel mit einer Karte, warum nicht eine normale Map? Wie wär's mit einer normalen Map? Das wäre eine richtig tolle Sache. Was ist... Achso, okay. Vergrabene Städte, wahrscheinlich unter den einzelnen Blöcken. Ist natürlich cool. Ist so ein bisschen wie... eigentlich weniger. Ist so ein bisschen wie Empire... nicht Empire Earth. Wie heißt es? Age of Empires und Minecraft. Aber auch nur so die Umgebung, so ein bisschen von Minecraft. Und so die Basics davon, so wie Daniel Basic. Basic natürlich. So ein bisschen kombiniert. Wir schauen einfach mal rein. Ihr könnt euch ja selber mal ein Bild davon machen. Wie wäre es mit, stinkendes Hühnchen. Ja, das ist auch gut. Hühnchen. Super. Das stinkende Hühnchen. Na? Meinst du, wir kriegen es hin? Oh mein Gott, es lädt die Dungeons. Und da sind wir. Mit den kleinen Typen, die hier rumrennen. Das sind aber noch nicht so viele. Ach so, Alter, ich dachte gerade, ich sprinte hier los. Okay, das kriege ich schon irgendwie auf die Reihe. Sind hier irgendwo irgendwelche Monster, die mich umbringen konnten? Sieht nicht so aus, denn ansonsten ist das immer gerne mal so. So, und jetzt schaue ich dann nochmal, wie das Spiel gleich ging. Erstmal würde ich sagen, holen wir uns Holz und machen hier die Bäume weg. Viel Spaß euch allen. Fangt mal an damit. Dann sollten wir uns vielleicht noch ein Lager machen. Gott, sind die Sounds laut. Und ganz im Ernst, noch geht es vielleicht, geht's euch vielleicht nicht so, aber irgendwann wird es anfangen, diese Musik. Die wird einem später so auf die Nerven gehen, weil andauernd immer dieselbe Musik ist. Aber ich will darüber jetzt noch nicht lästern. Wir gucken aber gerade erstmal, wie wir uns die Stadt irgendwie aufbauen. Ich würde sagen, wir machen einfach mal... Moment, muss man das wegschneiden? Was war... vielleicht das hier? Graben? Nee, graben war es nicht. Schneiden vielleicht. Sieh, wenn ich auf die Baumstämme... Ach, das sind gar keine Baumstämme. Ja, das ist natürlich umso besser. Dann machst du hier bitte auch nochmal die Bäume weg. Absolut kein Problem für euch, oder? Und hier den Baum auch noch. Und den Baum auch noch. Und muss ich nochmal drauflegen. Gut, dann machst du den Baum eben auch noch. Ist ja, wie gesagt, kein Problem hier, ne? Schnibbeln. Was war denn das jetzt? Was war denn das für ein Geräusch? Wir hatten hier gereiert. Mein Gott. Ist irgendeiner gestorben? Ah. Das ist wirklich ein tolles Geräusch. Das ist unglaublich. Ja, keine Ahnung, was da gerade passiert ist. Aber irgendeinem geht's wohl nicht so gut. Ach so, könnte hier vielleicht dir sein, die Venus-Fliegenfalle. Wie greift man die denn an? Destroy! Oh, ja. Ich kann die einfach mit meinen magischen Kräften löschen. Hier, oh! Oh, ich hab sie zerstört! Die Venus-Fliegenfalle! Wie wäre es, wenn wir dann mal ein kleines Lager machen? Denn ich stinke in diesem Spiel einfach nur brutal ab. Das ist schon fast ekelig. So, machen wir einfach mal hier das Lager. Es war ein bisschen groß, aber warum nicht, ne? Das wird schon irgendwie gehen. Ihr sortiert jetzt einfach mal schön hier rein. Das machen die sogar automatisch. Und was wir dann auch noch machen, wie wär's mit... Sammeln wir doch mal so ein paar Tiere auf, vor allen Dingen Stinktiere. Oh, lecker! Ne, Moment, wie ging das? Schneiden, Minen, das auch nicht. Wie ging das? Ging das vielleicht... So? Oh. Du musst sie nicht auf den Kopf tragen, das ist nicht... Das ist nicht das, was wir wollen, Kollege! Ich verschiebe hier gerade die Ebenen. Hast du es jetzt gemacht? Muss ich die jetzt alle einzeln mit Rechtsklick hier anklicken? Warte mal, vielleicht... Gibt es dafür einen Shortcut-Befehl? Es sieht nicht danach aus. Dann bringt sie alle um! Mein Gott! Killt sie einfach alle. Wer braucht schon diese dämlichen Scheißviecher? Sollen wir was zu essen haben? Denn dann verhungern wir wenigstens nicht. Das passiert mir nämlich sonst andauernd. Ich weiß nicht mal, wie man... Ach, guck mal, die pennt schon. Wundervoll. So muss das gehen. Töten! Alle töten! Denn die kommen auch sowieso wieder irgendwann neu. Ist das nicht wunderbar? Ich bin hier genauso nett wie in Age of Empires. Eigentlich habe ich da immer nach Möglichkeit keine Tiere getötet. Aber hier muss es leider sein. Es ist leider so. Tut mir leid. Ja, wirklich. So, die beiden macht er auch mal weg. Denn das bringt uns nichts, wenn die hier sind. Vielleicht sammelt ihr das Ding dann noch. Was ist denn das jetzt?
Achso, er mient da gerade was weg. Okay, ich frage mich gerade selber, was ich hier für Geräusche produziere. So, das nehmt ihr vielleicht auch noch mit. Die mache ich hier gerade mal, lasse ich mal verschwinden auf mysteriöse Weise, damit die mich hier nicht nervt. Haben wir sonst noch irgendwas an wichtigen Sachen vielleicht hier? Zum Beispiel, wie wär's mit einer neuen Farm? Warte mal. Rohes Essen, das wäre doch vielleicht eine gute Idee. Dann lassen wir da einen kleinen Weg für ein bisschen Platz für einen Weg. Dann haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5. Da kann wieder was hin. Aber um hier was hinzumachen, muss ich hier wieder alles wegmachen. Das ist natürlich wieder toll. Ich hoffe mal, ihr beeilt euch, meine kleinen Freunde. Konnte man nicht irgendwie vorspulen? Oh ja, konnte man. Ist ja wundervoll. Alter, jetzt geh nicht immer in die Richtung. Ist ja wundervoll, dass du das machst. Übrigens, wenn der Sound so ein bisschen off-time ist, sagen wir es mal so, dann liegt das daran, dass dieses Spiel die X-Story sowas von nicht leiden kann, dass es einfach nicht darauf laufen will. Und deswegen ist das jetzt hier der Grund, warum ich mit Fraps aufnehme, was ich eigentlich sonst nie mache. Aber ich meine, man kann ja mal eine Aufnahme machen für richtig tolle Spiele, ne? Das ist, irgendwann muss es mal sein. So, genau, da packt ihr das schon mal rein. Ihr seid wunderbar. Könnt vielleicht währenddessen, während ich hier noch überlege, was für eine dämliche Scheiße ich hier baue, hier schon mal noch so ein bisschen was wegmachen. Das schadet ja nicht. Also hauptsächlich, damit ich hier ein bisschen mehr Platz habe. Das könnt ihr dann auch noch direkt mitnehmen. Würde auch nicht schaden. Und was ihr auch noch direkt machen könnt, da habt ihr wenigstens was zu tun, ihr faulen Säcke. Wenn ihr die Teile hier auch noch wegmacht. Nicht den Berg direkt, sondern das kleine Stückchen reicht hier schon. Das wäre schon mal wunderbar. Denn dann haben die, was habe ich jetzt gedrückt? Achso, mit E kann ich zwischen den einzelnen Arbeitern wechseln. Das ist eine ganz gute Sache. Was ist das? Ein Vogel, der hier alles vollkackt? Nee, das tut mir leid, das geht nicht. Du kannst hier nicht einfach rumrennen, alles vollkacken. Und die rennen hier auch einfach mal rum und gucken irgendwie, oh, schön viel Schweinefleisch und alles. Oh, das ist ja richtig lecker und wundervoll. Weg mit dir! Ich hasse euch alle, besonders Vögel. Wir rennen hier mit Speeren rum und pieksen Vögel auf. So funktioniert das in dieser Welt. So, und das Hühnchen hier auch noch. Ist ja hier ganz sozial. Ist hier sonst noch irgendwo? Da ist noch Zeugs. Einmal das hier bitte mitnehmen. Und die beiden würde hier auch nicht schaden. Ich probiere hier gerade noch das ganze Getreide mitzunehmen. Oh Gott, das ist viel zu weit weg. Ne, nicht, dass sie sterben, wenn ich die jetzt hinschicke. Das wäre ein bisschen dämlich. Ich mache auch mal gerade ein bisschen langsamer, damit ich jetzt hier nicht zu viel an Zeit verliere. Gut, das hat es jetzt sehr gebracht. So, dann den einmal. Die Venusfliegenfalle können wir ja mal wegmachen. Denn die würde uns sonst nur ein wenig kaputt machen. Vielleicht können wir hier noch ein bisschen Holz mitnehmen. Da haben die auf jeden Fall danach noch was zu tun, wenn sie hier am Sammeln sind. So, wundervoll. Haus einfach den halben Wald weg. Schadet ja nicht, ne? Vor allen Dingen der Optik nicht. Oh Gott, da sind die kleinen Spacken. Wo wollt ihr jetzt gleich nochmal hinlaufen? Ich weiß das gerade nicht mehr. Müsst ihr dafür an denen vorbei? Das sieht mir danach aus. Denn ihr solltet nicht an denen vorbeigehen. Ich hoffe mal, ihr tut das nicht. Das sind nämlich hier die kleinen Scheißer, mit denen ich einmal direkt mit meinem Dorf an den dran gespawnt sind. Die greifen nämlich an und dafür brauchst du irgendwie Wachen. Und ich habe null Ahnung, wie man Wachen macht. Das ist bescheuert. Okay, und jetzt denke nach. Wirklich, denke nach. Wie zur Hölle macht man eine Mühle? Ich weiß es nicht mehr. Das war ein bisschen schwierig. Das waren eine ganze Menge Sachen, die man dafür brauchte. Machen wir gerade erstmal auf der gegenüberliegenden Seite hier so ein paar Fabriken. Machen wir mal 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 müsste eigentlich reichen. Dann machen wir hier noch 1, 2, 3 Platz. Und dann können wir hier schon mal ein bisschen was hinbauen. Am besten ein bisschen breiter. Also dann bräuchten die eigentlich gar nicht sein. Möchtest du das wirklich essen? Warum steht denn da Gras? Achso, ja. Natürlich, vor allen Dingen roh will ich das essen, mein Freund. Also da gibt es gar nichts für mich. Das ist das Beste, was du dir holen kannst. Das ist... Wer wird denn da drüber meckern? So, brauchen wir noch das hier, was auch immer das ist. Ich glaube, da drin wird Stein verarbeitet. Hoffen wir es, denn ich meine, ich habe mich hier gerade so toll... Was war das wieder für ein Geräusch? Sterbt ihr hier schon wieder? 1, 2, 3, 4, 5. So, dann hier wieder hin. Vielleicht müsste eigentlich dieselbe Größe sein. Schauen wir mal, was wir hier haben. Die Bäckerei bräuchten wir später auch noch. Können wir einfach direkt hier mit ranschließen. Warum nicht? 1, 2, 3, 4... Was machst du hier eigentlich? Du siehst aus, als ob du schwanger wärst. 1, 2, 3, 4, 5. Dahin. Wie groß muss das Ganze sein? So wieder, ne? Ja gut, das ist jetzt ein bisschen größer geworden. Aber wenn ihr interessiert, dass die Bäckerei ist dann halt immer ein bisschen größer als der ganze andere Scheiß. So, was wir jetzt noch vielleicht bräuchten, ist ein Feld. Wo machen wir das hin? Vielleicht einfach mal hier so zwischen. Ist ja vielleicht eine ganz gute Idee. Warum sammelt ihr den ganzen Scheiß nicht mal ein? Das wäre eine ganz tolle Idee. Ich könnte ja mal vorspulen, dann machen die das irgendwie schneller.
Dann machen wir doch einmal ein Getreidefeld. Das heißt, dann macht ihr einmal hier das Zeug hier weg. Machen wir das einfach, auch dass es so ein bisschen synchron ist, ne? Moment, dann machen wir das vielleicht ein kleiner. Schneiden wir das Ganze hier mal weg. Machen wir das... Na, würdest du? Okay, ich muss wahrscheinlich nochmal draufklicken. So, ein weniger und dann dahin. Wundervoll! Damit man da nämlich auch so einen Zaun rumbauen kann, wenn sowas überhaupt geht. Ich weiß nämlich gerade nicht, was die Möglichkeiten hier in diesem Spiel sind. So, dann macht ihr da einmal ein Feld draus oder düngt das wenigstens oder macht das Gras weg oder was auch immer euch hier beliebt. So, mal gucken. Wie baute man nochmal eine Mühle? Irgendwie musste man nämlich jetzt eine Mühle zusammenbauen. Hier sind Wände. Warte mal, was ist denn das? Kann man das hier planen? Kann man das... Ah, okay. Ah, wundervoll. Da kann man das auswählen, was da hinkommen soll. Das ist natürlich wundervoll. Und dafür brauchen wir Humus auf den Wäldern. Auf den Feldern, nicht auf den Wäldern. Humus sei natürlich bestes Werkzeug aller Zeiten. Wo haben wir hier eine Mühle? Eine Mühle braucht man dafür. Das war, glaube ich, das kleine Ding hier. Konnten wir das schon machen oder brauchten wir dafür irgendwas? Ich stell's einfach mal hier mitten rein. Kann ja nicht schaden. Wird das gehen irgendwie? Create and place item. Ja, ich würde das bitte gerne hier machen. Warte mal. Stellt er die an einzeln her oder? Ich weiß gerade nicht, was er jetzt genau hier macht und was er hier nicht macht. Ich hätte vielleicht das Tutorial nochmal durchspielen müssen. Das ist schon wieder Ewigkeiten her. So, machen wir mal die Carpenter's Bench. Oder wie die heißt. Die kann man, glaube ich... Ah, super. Das ist sogar schon vorgeschrieben, wo es hin muss. Das hilft mir natürlich ungemein. So, machen wir die mal dahin. Die kleine Bank hier. Können wir vielleicht noch eine hinmachen. Einfach auf die gegenüberliegende Seite von dem Ding. Ah, das sind drei. Ja, ansonsten 1, 2, 3. Machen wir sie einfach so hin, damit es synchron aussieht. Haben wir wenigstens 2 Stück davon stehen, ne? Toll. Da passen auch noch welche hin. Dann machen wir einfach da nochmal 2 hin. Schaden kann es ja auch nicht. Wenn da 2 sind, dann sind sie ja auch ein bisschen schneller am Arbeiten. Dimensions Table, der passt dann hier hin. Ist alles wirklich ein bisschen anders gebaut. Hier passt es jetzt zum Beispiel mit den Zweiern. Und ein Bäckertisch, den brauchen wir auch noch hier mit hin. Ich hoffe mal, die stellen den jetzt alle so einfach mal her, ne? Denn ich habe keine Ahnung, wie dieses Spiel wirklich funktioniert. Wir testen das hier ja gerade einfach nur so ein bisschen. Ein Ofen vielleicht noch. Ja, das wäre eine gute Idee, aber sowas brauche ich eigentlich gar nicht. Ist das ein Springbrunnen? Sieht ein bisschen so aus. Ein Lagerfeuer. Yummy. Was kann man darum machen? Damit kann man was vorbereiten an Essen. Oh, guck mal, sie tragen schon Sachen an. Das ist ja wundervoll. Genauso müsst ihr das machen, meine lieben Freunde. Baut ihr das jetzt gerade wirklich alles so zusammen, wie wir das haben wollten? Oder habt ihr mir jetzt gesagt, irgendwie, nee, es geht nicht, dafür brauche ich diese Bank. Ja, die Bank steht da jetzt aber. Kleiner Hosenscheißer hier. So. Ja, genau so ist das nämlich, wie ich es gesagt habe. Wahrscheinlich brauche ich jetzt dafür, um diesen Tisch hier zu machen, brauche ich das andere Gedönse. So, gehe ich gerade einmal hier so lang, damit das auch auf derselben Ebene ist. So, da eins hin. Und einmal... Ja, das klappt tatsächlich noch nicht. Ist irgendwo eine Error-Meldung, dass das nicht geht? Ist das hier? Ah, dafür brauchen wir eine Carpenter's Bench. Ist das nicht... Achso, das müsste die hier sein, oder? Nee, das... Warte mal. Was? Geht das jetzt? Oder wollt ihr mich hier einfach nur vollpupsen? Geht das jetzt? Jetzt stellt ihr doch gerade eine her, oder? Jetzt sieht es so aus. Auf jeden Fall verschwindet es nicht. Deswegen macht doch hier mal ganz in Ruhe ein. Oh, guck mal, sie ist schon dabei. Wundervoll. Da haben wir nämlich das Ding. Dann können wir eventuell jetzt schon mit der Mühle anfangen. Dann hauen wir die einfach da in die Mitte. Geht das jetzt schon? Ich guck gerade mal. Das ging noch nicht. Warum auch immer. Ah, jetzt fängt er damit an. Mach Humus auf die Erde. Ich hoffe mal, du machst schnell Humus auf die Erde, damit wir schnell alles voll haben mit Scheiße. Und warum tragen die hier so eine Kacke damit hin? Oh, rote Blümchen. Kommt bestimmt wieder von der Schwuchtel hier, der Typ mit dem Gandalfbart. Der sich jetzt gerade irgendwie verpinkelt hat. Ich weiß nicht, wo er hin ist. Wo ist denn der? Ist der gerade hier abgehauen? Wo ist der hin? Haben wir noch genug zu essen? Ja, so halbwegs. Ich lasse ja lieber roh essen, als dass sie gar nichts essen. Ansonsten verhungern die bei mir immer. Vor allen Dingen, wir haben hier nur einen einzelnen Apfelbaum. Haben wir noch mehr? Ich kann nicht rauszoomen. Ich vergesse das immer. Dann wechseln wir die Ebenen. Dann hier zum Beispiel, damit das mal so auffällt. Oh, du kleiner Spinner da oben. Was willst du denn hier? Oh Gott, das sind voll viele. Wir haben dir nie was getan. Kann man das eigentlich unendlich lang spielen? Weil irgendwann müsste es doch kein Holz mehr geben, so klein wie die Karte hier ist. Das hast du in der Woche... In der Woche, sag ich schon.
Achso, ihr habt gerade alle nichts zu tun. Das ist natürlich doof, wenn ich euch hier auch nichts machen lasse. So, jetzt sind Trumus auf den Feldern. Dann machen wir doch mal... ach nee, ich dachte hier... Antilchumus auf das Gedingse. Okay, vielleicht graben wir hier einfach mal ein Loch. Ist ja vielleicht eine ganz gute Idee. So, fangen wir an hier zu graben. Dann können wir dann nämlich hier vielleicht ein vernünftiges Feld rausmachen. So, dann graben wir auch noch ein bisschen weiter. Wundervoll, in den Stein könnt ihr auch noch gleich mit reingraben. Ist ja kein Problem. Macht ja auch, ist ja nicht körperlich anstrengend oder so, ne? Nein, also körperlich anstrengend ist was anderes, ne? Die Felder sind das 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Wenn wir dann einfach mal hier drei wegbuddeln und dann auch hier drei wegbuddeln, dann lassen wir wieder zwei frei. Machen hier weiter und damit wir dann auch noch da zwei lassen, machen wir da weiter. Wundervoll, damit wir hier nämlich Eingänge haben. Wäre vielleicht, warte mal, wie machen wir, ja gut, jetzt sind sie schon dabei. Gut, das hat jetzt nicht ganz geklappt. Kann man die Sachen irgendwie wieder hinmachen? Nee, wahrscheinlich ja nicht. Nein, da läuft direkt meine Nase. So actionreich, wie das Spiel gerade ist. So, wie wär's, wenn wir ein wenig Wasser hier reinmachen? Denn so funktioniert das hier. Du holst dir, oh, das wollte ich gar nicht. Du holst dir hier kein Wasser mit einem Eimer oder so. Also, ich meine, du füllst ja in Minecraft immer in alles mögliche Wasser in den Eimer mit rein und dann geht es ab. Aber hierbei, keine Ahnung, die ist einfach... Das ist so, wie wenn in Minecraft Notch durch die Gegend rennen, einfach irgendwo was hinspawnt. Oder Herobrine ist natürlich auch hier immer der Klassiker. So, einfach hin damit. Oder so ein bisschen Lava in die Felder. Wäre doch auch eine geile Sache, oder nicht? Also, Lava hätte schon was. Und ihr wisst gar nicht, wie lange ich hier wirklich dran rumgepopelt habe, bis ich es endlich mal geschafft habe, Getreide anzubauen. Und ich hoffe wirklich, dass es jetzt einfach klappen wird. Denn das beim letzten Mal, das war eine komplette Katastrophe. Ich wollte das unbedingt mal irgendwie aufnehmen. Also nicht unbedingt, ich wollte das einfach mal aufnehmen, so nebenbei. Nein, nicht Lava! Oh, 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 gut, Wasser, bekämpf es! Los! Das Wasser spinnt hier übrigens gerade ein bisschen, weil das nur so zur Hälfte gefüllt ist. Das probiert sich gerade ganz zu füllen, aber irgendwie klappt das nicht, weil da noch nicht genug Wasser drin ist. Wie wär's, wenn mir hier einer der Einwohner hilft, mit einem Eimer hier, mir hier Neues reinzumachen? Und auch wenn ihr kein Eisen habt, um einen Eimer zu machen, dann besorgt euch eben welches. Ihr könnt doch buddeln! Das habt ihr doch gerade eben bewiesen. Ihr habt doch Schaufeln. Und so ein Gedönse. So ist jetzt alles voll. Nee, immer noch nicht. Eine Wasserladung fehlt noch. Hier fehlt immer noch was. So, noch mehr Wasserladungen. Denn ansonsten versickert das im Boden. Und wenn wir da zu viel reinmachen, gilt es als Quelle. Und das wollen wir. Ah, wundervoll. Jetzt gilt es als Quelle. Dann passt hier noch was rein. Ne, wieder ganz in Ruhe. Warum kann man hier nicht einfach irgendeinen Button machen? Ja, genau, mach's weg. Warum kann man hier nicht irgendeinen Button machen, mit dem man das dann da reinmachen kann? Oh, ganz vorsichtig, damit das hier nicht rausgeht. Einmal ein bisschen weniger. Das ist ja wundervoll, denn hier ist schon wieder deutlich zu viel. Schön übrigens, dass du hier so über die Felder rennst. So, was brauchen wir denn als nächstes? Dann hegen wir doch mal das Feld hier aus und sagen mal, hier kommt Dingensens hin. Wenn ihr wollt, könnt ihr schon mal damit anfangen. Macht ihr das jetzt im Ernst? Oh! Was macht ihr da? Was macht ihr da? Jesus! Sweet little baby Jesus. Oh Gott, sie tun es. Also nicht auf die Weise, aber sie tun es. Sie packen es dahin. Das finde ich unglaublich. Es hat auf Anhieb geklappt. Das war nämlich das, was ich nicht hingekriegt habe. Irgendwie war die Option für das Platzieren noch nicht da. Oder ich habe sie nicht gefunden. Ich weiß es nicht, eins von beiden. Und deswegen hat das nicht so ganz geklappt. Jetzt müssen wir mal gucken, wie lange das denn braucht, um zu wachsen. Und was da mit dem Wasser geht. Das sieht total behindert. Nein, nicht noch mehr. Du kannst es hier ruhig wegmachen. Vor allen Dingen das hier. Dann machst du dir nur die Felder kaputt. Das hast du wundervoll gemacht. Ich meine, das ist jetzt rausgespült. So, einmal weg damit. Warum kratzt meine Nase jetzt eigentlich so? Und schön, dass ihr so aufgereiht in der Schlange steht, ne? Das ist, wird uns bestimmt sehr helfen. Wie ist, wenn ihr das hier nochmal mitnimmt? Das ist so eine ganz tolle Idee. So, hier haben wir noch ein bisschen Getreide. Vielleicht ist ja hier noch was in der Nähe, bis auf diese kleinen Spacken hier. Die sollen nämlich nicht in der Nähe sein. Haben wir noch genug Holz? Halbwegs. Da ist hier Sweet Little Baby Jesus. Oder zumindest der zweite. Von denen. Ah, hier oben ist noch was. Aber da sind auch diese kleinen Froschmenschen. Gott, wenn die gleich hier hinkommen, dann haben wir ein kleineres Problem. Kann man hier Tore bauen oder so? Kann doch bestimmt ein Tor bauen, oder? Warte mal, andere Sachen. Gibt's hier ein Tor? Muss da irgendwie ein Tor geben. Ein Dach. Eine Glaswand. Eine Dreckwand. Wundervoll. Gibt's hier nicht ein Tor? Denn wenn es hier kein Tor gibt, kann ich ja keine Wand hinbauen, weil sonst kommen wir da nicht mehr raus. Ah, dekorative Wände, das ist ja... Warte mal, das ist es auch nicht. Gibt's hier ein Tor? Steinwände? Nö.
Holzwände bestimmt auch nicht. Was ist das? Wow, eine Stachelwand. Das ist ja richtig genial. Haben wir sonst noch irgendwas, was in Richtung Tor geht? Nö. Ja, super. Dann muss ich hier so eine Reihe ziehen und da einfach ein Loch drinnen lassen. Das ist wieder eine ganz tolle Idee. Wie wär's, wenn wir da mal Stacheln hin machen? Denn diese kleinen Spacken sind mir schon viel zu nahe gekommen. Vielleicht spießen sie sich ja daran auf. So, gucken wir doch mal. Wär's, wenn wir die einfach mal, sagen wir, bis hier hingehen lassen. Das heißt, warte mal, wie weit steht das raus? 1, 2, 3 steht das raus. Okay, dann machen wir hier 1, 2, 3 steht das raus. Dann haben wir da einen Zweierdurchgang. Wundervoll! Dann haben wir hier schon eine Wand und dann kommt man hier schön über den Berg rüber. Also kein Problem, ne? Immerhin haben wir hier eine Wand, dann fühlen wir uns schon mal deutlich sicherer. So, und ihr fangt jetzt schon mal an zu basteln, so wie das aussieht. Könnt ihr auch, wenn ihr das dafür braucht, können wir einfach mal ausnahmsweise so ein paar neue Tische hier hin machen. Würde das irgendwie gehen? Vielleicht. Wo sind denn die ganzen Sachen? Oh, guck mal, hier ist doch ein Tor. Funktioniert das hier? Warte mal, Fenster. Wie wär's, wenn wir das... Machen wir das, das wird, glaube ich, am besten aussehen. Machen wir da eins hin und da eins hin. Okay, vielleicht da noch eins hin. So, dann dürften die vielleicht nicht durchkommen, wenn ihr euch jetzt hier beeilt mit eurem Holz. Aber, naja, sie können immer noch über den Berg laufen, aber es sieht sicher aus, ne? Also, wen interessiert das schon? Hier unten war das wahrscheinlich. Nee, da war das auch nicht. Da, Utilities, da war das, glaube ich. Genau, und dann bräuchten wir den Wood Detailer oder wie auch immer das Ding hieß. So, und einmal da einfach noch zwei an die Wand bauen, das wird schon irgendwie gehen. Oh, guck mal, die Tür ist schon fertig. Was für eine kräftige junge Dame hier. Die beide Türen sind sogar schon fertig. Wow, kannst du da auch rausgehen? Das wäre ja wundervoll. Wo ist denn hier Sweet Little Baby Jesus? Ist er noch hier oben irgendwo? Ach, da in den Büschen wartet er. Ich hoffe mal, der Spacken kommt hier nicht rüber. Ich kill währenddessen mal Kühe, das zeigt ja, dass wir hier freundlich sind. Und die hier können wir auch noch direkt mitnehmen. Kein Problem, ne? Dann haben wir hier noch Holz. Wie steht's mit dem Lagerfeuer? Das war doch eben eine ganz gute Idee. War das hier irgendwo? Da. Müsste jetzt eigentlich gehen. Sollten wir vielleicht nicht mitten auf dem Berg machen? Machen wir, also mitten auf dem Weg, da wird ja später der Weg hinkommen. Machen wir es einfach mal, ich weiß nicht, testweise hier rein. 1, 2, 3. Hier wird das eigentlich genau in die Mitte passen. Mach's einfach mal in die Bäckerei, ne? Kein Problem oder so. Wird schon supi aussehen. Vor allen Dingen diese Zäune hier, die sehen voll bescheuert aus. Aber egal. Vielleicht können wir dahinter noch eine normale Wand machen. Irgendwann mal, ne? Irgendwann. Wenn wir das Ganze dann weiterspielen. Würdet ihr euch jetzt mal mit der Wand beeilen? Vielleicht, wenn ich mich mal die Geschwindigkeit hier ein wenig nach oben stelle. Was ist denn jetzt passiert? Warte, was? Da ist doch definitiv einer gestorben. Was ist denn das für ein Geräusch? Oh nein, sie poppen. Sie poppen, das ist der dämliche Scheißmensch. Sehr gut. Ja, die Spacken erledigt, da kommen noch mehr. Was soll denn das? Dass ich eingrabe. Ah nein, 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 Cancel Order. Wie kann ich das beenden? Du sollst das nicht machen. Nein, hör auf damit, hör auf damit. Nein, mach's nicht. Sweet Little Baby Jesus, geh da nicht hin. Cancel Orders. 0, 0, 0, 0, 0. Cancel Orders. Kollege, nein, Cancel Orders. Du sollst da nicht hin. Okay, dann poppt mit dem Frosch. Oh, Frosch. Oh, Mr. Frosch. Mr. Frosch. Mr. Frosch. Oh Gott, Mr. Frosch. Du bist so super. Du bist so toll, Mr. Frosch. Würdest du dich jetzt bitte beeilen? Ah. Oh, wundervoll. Du hast Mr. Frosch getötet und du hast ein Loch gegraben. Du bist der Größte. Also alle im Lager sollten hier auf dich vorsichtig sein, auf dich aufpassen. Aber egal. So, die Wand ist auch fast fertig. Wie viel Holz haben wir denn noch? Immer noch nicht so viel. Da nehme ich doch gerade mal, solange die Gunst hier irgendwie gnädig gestimmt ist, zumindest so halbwegs, schnappen wir uns mal hier noch mehr Holz mit. Und die entfernen wir einmal gerade ganz schnell. Destroy. So, hier unten dürft ihr das auch machen, ne? Also das ist nicht das Problem. Sag ich Ihnen jetzt gerade auch nochmal. Ich glaube, die sind hier so ein bisschen vorsichtig. Ja, wir wollen ja nicht dich hier erbosen oder so. Ihr erbost mich nicht. Ich habe euch das gesagt, ihr dürft das machen. Kein Problem. So, wie wäre es, wenn uns noch einer mitnimmt hier an der kleinen Ecke? Ist da noch? Da war doch noch was. Genau, da war noch was. Wundervoll. Ist das Zeug hier schon gewachsen? Oh, es ist schon gewachsen. Das klappt ja wie am Schnürchen. Dann sammelt ihr das auch noch und platziert das wieder neu. Das wäre toll, wenn ihr das tun würdet. Und hier ist auch noch einer gestorben. Wie wäre es mit Destroy Human Corpse? Denn ansonsten ist das wunderbar. Und so eine Rauchwolke, ne? Wundervoll. Also so, wenn es nach vergammeltem Fleisch stinkt. Vor allen Dingen,
Die Frau hat jetzt einfach die vergammelten Sachen, also die Leiche, hier ins Rohmateriallager getan. So wie den Typen hier. So, mein Freund, willst du hier... Kill mal den Rooster Teeth hier. Das klappt ja wirklich ganz gut. Das könnt ihr auch noch direkt mitmachen. Habt ihr das wenigstens gleichzeitig. Und die Mauer ist auch fast fertig. Wundervoll. Müssen wir jetzt nur noch hier links langziehen. Gibt es hier noch irgendwo mehr Bäume? Denn das sind echt wenig Bäume, die wir hier haben. Wachsen die nach? Ich weiß so wenig über das Spiel. Das könnte vielleicht zum Problem werden. Ich meine, ist ja jetzt erstmal nur eine Folge, ne? Dann dürft ihr mir ja wie immer sagen, ob ihr davon mehr wollt oder nicht. Das ist auch immer die Frage. Warte, gibt es hier einen Bäckertisch? Auf jeden Fall gibt es hier einen Bäckerofen. Das ist schon mal ganz toll. Machen wir da einen hin. Dann machen wir da auch noch einen Bäckerofen hin. Was gibt es denn noch, was sie in der Bäckerei brauchen? Vielleicht einen Burner, weniger. Ah, den Bäckertisch. Wundervoll. Den machst du dann noch da in die Mitte. Und dann könnt ihr schon mal anfangen, Giros Fleisch zu essen. Wundervoll. Ihr seid echt die Helden der Welt. Unglaublich. Warte mal, jetzt haben wir zwei von denen. Den Woody Taylor. Gut, das ist zweimal der jetzt. Dann machen wir jetzt noch zweimal den dahin, denn eigentlich wollte ich einen anderen da haben. Ah, das wird schon alles so noch gehen. Nein, da soll er nicht hin. Nein! Würdest du damit bitte aufhören? Oh, das Cancel. Oh, es hat funktioniert. Wundervoll. Schön, dass ihr nicht alle alles voll klatscht und ich wissen kann, dass ihr auch so ein bisschen, sagen wir mal, eure Intelligenz benutzt, die natürlich nicht so sehr vorhanden ist. Dieses Chicken soll sich immer nicht so sehr bewegen. Sieht ja schon mal ganz gut aus, wenn wir jetzt hier noch so ein paar Wände hinmachen würden, ne? Ich würde mal sagen, wenn ihr mehr von Towns wollt, denn wir sind echt schon viel zu lange dabei, dann sagt mir das doch mal. Also irgendwie, da ich jetzt hier weiß, wie man sich was zu essen macht, klingt das doch ganz interessant, das Spiel. Aber man muss ja natürlich gucken, das ist hier auch schon fertig. Warum pflanzt ihr das eigentlich in so einem komischen Rhythmus? Das ist, sieht total dämlich aus, alles so gesprenkelt. Na, immerhin kriegt man zwei Samen pro Gedönse hier, ne? Wie gesagt, wenn ihr mehr von, wie heißt es, Towns haben wollt, oder es vielleicht sogar für euch selber spielen könnt, wollt, wenn ihr selber spielen wollt, es kostet 12 Euro, also 11,99 Euro im Steam-Shop. Ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt, würde ich sagen. Ist aber auch so ein bisschen wie bei Seven Days to Die mit 35 Euro für eine Pre-Alpha. Naja, ich meine, ist ein spaßiges kleines Spielchen hier. Mal gucken, vielleicht spielen wir das ja auch noch öfters, wenn ihr das so haben wollt. Denn ich hätte jetzt im Prinzip nichts dagegen, dann sieht eigentlich relativ lustig aus. Aber ich würde es halt nicht machen, wenn ihr es nicht haben wollt. Also daran liegt das jetzt dann natürlich, ne? Ihr dürft das übrigens damit reintun, ne? Das ist nicht das Problem, meine kleinen Freunde hier. Ach, macht ihr das gerade? Och, das macht ihr gerade. Entschuldigt bitte. Ich bin so ein blödes Arschloch, dass ich das hier nicht mal bemerkt habe, dass ihr das gerade macht. Ich würde mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal und das Essen ist weg. Oh Gott. Dann müssen wir uns beim nächsten Mal drum kümmern. Haut rein. Und nochmal, nicht vergessen, wenn ihr mehr davon wollt, schreibt mir das. Wenn euch das vielleicht gefallen hat, dann nehmt euch vielleicht noch die Zeit, ein Like drunter zu hauen. Denn dann weiß ich auf jeden Fall, das gefällt euch. Damit machen wir weiter. Und ich rede jetzt hier gerade nur noch irgendeine Scheiße, damit ich hier noch ein paar Vögel und alles mögliche killen kann, damit ich beim nächsten Mal nicht verhungere. Das ist eine tolle Idee. Den kannst du auch noch gleich mitnehmen. Du sollst den, genau, mitnehmen. So, ist hier sonst noch irgendwas, was ich schnell noch mitnehmen könnte? Oh, komm, ganz schnell. Oh, guck mal, noch ein Schaf. Oh, guck mal, noch ein Vogel. Oh, guck mal, noch eine Boa, was eigentlich ein Schwein sein soll. Hier noch ein Chicken, wundervoll. Und hier sind keine Gegner, das ist auch super toll. Hier sind noch ein paar Vögel. Immer her damit. Mehr! Ich brauche mehr, denn sonst verhungern die ganzen kleinen Scheißbolde. Und da sind schon wieder die Froggies. Vielleicht sollten wir uns beim nächsten Mal mal Waffen machen. Und wenn irgendeiner dieses Spiel kennt, vielleicht kann derjenige mir ja sogar schreiben irgendwie, ja, hier so und so macht man sich Waffen. Denn ich habe keine Ahnung, wie man sich Waffen macht, wirklich. Das könnte ansonsten ein bisschen dämlich werden. Und ihr fresst hier schon roh das, was ihr hier gerade erntet. Wundervoll, ist auch ein tolles Geräusch. Wie gesagt, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao.